Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar in diesem Video geht es um den Lounge Glitch. Ich habe den zwar Kaktus Lounge Glitch genannt, weil irgendwie dachte ich immer, das wäre ein Kaktus, aber ich habe dann jetzt erst gerade gesehen, dass es ein normaler Baum ist. Deswegen lasst euch nicht vom Titel irritieren. Ich nenne es auch einfach Kaktus. So, dieses ganze Video habe ich mit dem Rockstar Editor bearbeitet, einfach damit es schöner zum Anschauen ist, weil es ist auch relativ einfach, alles zu erklären. Deswegen brauche ich da keine nervige Standard-Gameplay-Aufnahme. So, als allererstes müsst ihr in die Wüste fahren zu Sandy Shores in der Nähe vom Trevors Wohnwagen. Also das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, wo ihr da genau seid. Ihr braucht einfach nur so einen Kaktus, wie ihr gerade rechts neben dem Auto seht. Dazu braucht ihr dann noch ein größeres Auto, das habe ich mir jetzt einfach von der Straße geholt. Welches spielt auch wiederum gar keine Rolle. Ihr müsst einfach nur auf das Auto draufklettern können und dann halt in den Kaktus reinspringen. Ich zeige euch das Ganze gerade mal. Und zwar, ich steige jetzt mal aus, gehe aufs Dach drauf, damit ich hier in den Baum hineinlaufen kann. Also ich habe am Anfang die Stelle ausgewählt, weil ich dachte, der Stein daneben, mit dem könnte es relativ leicht werden, aber das war nicht so. Oder müsst ihr einfach nur die Waffe ziehen und dann eigentlich immer so springen, also quasi zielen und dann die Viereck drücken, dann macht ihr so die Rolle. Und wenn ihr das ein paar Mal macht und irgendwann mal, ja, also ich habe es nicht richtig rausgefunden, wann es genau ist, aber irgendwann mal katapultiert es euch in die Luft. Manchmal ist es auch ganz lustig, was ich festgestellt habe, wenn ihr einfach da eure Rollen macht und einfach passiert gar nichts, ja, dann stehe ich einfach so da wie jetzt, mache dann wieder eine Rolle, stehe dann wieder da, mache nichts. Und dann ziele ich, und dann in dem Moment, wo ich ziele, katapultiert es mich in die Luft. Also warum das auf einmal so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde den Lounge-Glitch mega geil. Also es ist kein so ein Abfuck-Glitch, wo ihr 4 Stunden lang rumprobieren müsst und von 200 Mal, dass es dann gerade mal 2 Mal klappt. Das ist nicht der Fall, also für die normalen Leute, sag ich mal. Sondern einfach nur kurz warten, manchmal, wenn es nicht klappt und ihr seht, ich habe nichts gemacht und mich katapultiert es nach oben. Also wirklich richtig, richtig geil. Und das Geile an dem Katapult-Glitch ist, ich kann es wirklich enorm hoch katapultieren. Also nicht nur so ein bisschen, wie man es so in letzter Zeit so kennt, so von den alten Launch-Glitches oder so. Nee, sondern bei dem geht es richtig, richtig weit nach oben. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht von so einem hässlichen Kaktus, dass es wirklich so spektakulär ist. Aber weil es so ist, dachte ich mir, ich muss es euch natürlich zeigen und wünsche euch natürlich viel Spaß dabei, weil, also, ich finde den Hammer. Also so ein Kaktus-Launch-Glitch haben wir so auch noch nicht gehabt, aber auf jeden Fall geile Sache. Der Vorne von dem Glitch ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und bevor das Video zu Ende geht, möchte ich noch kurz 3 Grüße loswerden. Und zwar einmal an UPC, irgendwelche Zahlenkombinationen, Losandrio, Pen und Labertasche. Es tut mir leid, dass ich nicht mit euch reden konnte in der Sitzung, aber ich war in der Party und hatte eigentlich gar nicht viel Zeit und es hat sich eigentlich gerade nur so spontan ergeben. Trotzdem cool von euch, dass ihr mir in der Sitzung nachgespawnt seid und ein bisschen beim Video helfen und auch euch selber gelauncht hat. Geile Sache auf jeden Fall. Das holen wir auf jeden Fall die nächsten Tage oder ja, in nächster Zeit mal nach. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber gestern, das war halt bisschen, ja, zeitlich arg eng, sage ich jetzt mal, ne? Auf jeden Fall trotzdem cool, dass ihr gekommen seid. Lasst euch oder fühlt euch gegrüßt von mir. Ich bin an der Stelle raus und ich wünsche euch noch viel Spaß damit beim Ausprobieren und wie immer, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann ja, macht einen Backflip, ist mir egal. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.